So, herzlich willkommen aus dem Regen zum neuen Video. Wir stehen hier vor dem Gerai Goldblüte. Ich bin der Sebastian, ihr seht es im Hintergrund. Es ist totaler Herbst geworden. An der Frisur von mir sieht man, es windet, es regnet. Und ja, was steht heute an? Also zum einen möchte ich euch mal zeigen, unsere Tassen. Habe ich hier gerade mit Kaffee gefüllt. Unsere Tassen, die haben wir im Sommer gemacht für die Veranstaltungen. Jetzt habe ich mir gedacht, für Weihnachten vielleicht, wenn der ein oder andere noch eine Tasse haben will, kann er damit uns oder diesen Kanal ein bisschen unterstützen. Ich mache euch einfach den Link unten in die Videobeschreibung. Muss ja keiner und wer will, kann. Ja, im Hintergrund seht ihr es, da steht der weltberühmte T4 Synchro, der mir doch sehr ans Herz gewachsen ist. Bei dem Wetter, wenn es so feucht ist, da zickt er ein bisschen, aber er lässt sich immer überreden. Und der muss heute ein bisschen Honig ausfahren. Honig ausfahren deshalb, weil, denken viele, also wir sind ja nicht so diese klassische Imkerei, wo Supermärkte beliefert, sondern wir sind eine Imkerei mit einem Online-Shop und so ein paar sehr regionale Wiederverkäufer, ne, Hofläden. Ja, im Wesentlichen kann man es, wenn man ein bisschen großzügig mit der Definition ist, kann man alle unter dem Begriff Hofläden unterbringen. Und da fahre ich halt ab und zu mal so eine Runde, wenn eine bestimmte Anzahl an Bestellungen zustande gekommen ist. So, hier ist ja immer so ein bisschen das Problem, diese ganze Belieferung von so kleinen Läden wirtschaftlich irgendwie sinnvoll hinzubekommen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Habt ihr eine Mindestbestellmenge, bis wie viel Kilometer fahrt ihr feste Runden? Also gerne einfach da auch mal ein bisschen, würde mich mal interessieren, weil da will wohl jemand mitfahren. Weil wir haben da schon viel getüftelt. Ne, war auch mal Überlegung, das nur zu schicken, aber das passt auch irgendwie nicht. Ja, jetzt fahre ich halt, wir haben ja den Vorteil oder Vorteil, Nachteil, wie auch immer, bei uns ist ja die Struktur so, dass wir mir fehlen die Worte, dass wir sehr regional sind, also dass diese Hofläden wirklich in einem sehr kleinen Umkreis sind und wir da jetzt nicht so die ganz große Fahrstrecke haben. Wir haben da jetzt noch nicht so die Möglichkeit gefunden, da viele kleinere Wiederverkäufer irgendwie im größeren Umkreis zu beliefern. Abgesehen davon, dass wir auch den Honig nicht hätten, weil wir ja eigentlich immer schon jedes Jahr ausverkauft sind. Wie gesagt, hier sind wir jetzt noch nicht arg viel weitergekommen, ne? Da haben wir doch dann noch das ein oder andere aufzuräumen. Und dann gehen aber auch in den nächsten Videos schon die ein oder anderen Umbauarbeiten vor. Ich kann euch hier mal noch was zeigen, was so ein bisschen ein Projekt ist, wo ich noch keine gute Lösung habe, wo aber vielleicht ihr mir gerne vielleicht den ein oder anderen Tipp geben könnt. Wartet mal, ich schwenke euch. Da steht hier mein Prototyp. Und zwar habe ich ja meine Beuten in zwei Aufstellungen, wie ihr wisst. Und ich habe diese Blechdeckel. Und da bin ich jetzt gerade, da habe ich mal einen Prototyp gemacht. Und ich bin da jetzt gerade ein bisschen auf der Suche. Boah, es regnet wieder. Moment, ich schwenke euch wieder zu mir. Und da bin ich jetzt, müssen wir ein bisschen hier unter das Dach gehen. Und da bin ich nach wie vor auf der Suche, wie ich das preisbewusst aus diesen vielen einzelnen Blechdeckeln, wo ich habe, die verdoppeln. Ich möchte da bewusst keine neuen kaufen, weil zum einen habe ich von diesen einzelnen Blechdeckeln, glaube ich, noch über eine halbe Palette absolut neuwertige und ich ja die habe und was soll ich die wegschmeißen, auf den Schrott schmeißen, das lohnt ja nicht, die sind ja noch gut und da wäre für mich irgendwie so eine, da hätte ich schon gerne eine coole Lösung auch hinsichtlich Nachhaltigkeit und jetzt im Winter hat man ja mal Zeit, ich habe ja alles, ne? Ich kann ja schweißen, löten, was weiß ich. Da wird man ja alles eine Menge hinbekommen. Also wenn da einer mal eine coole Idee hat,
dann gerne raus damit. Jetzt habe ich nur ein Problem ein bisschen. Und zwar, es regnet ziemlich arg da drüben. Ihr seht, steht mein Kaffee. Und ich stehe jetzt halt mal nun hier unter dem Dach hier. hab da jetzt keine Lust drüber zu laufen. Keine Ahnung. Da wird der Kaffee halt nass. Genau. So viel zu diesem Thema. Dann wollen wir mal noch ein bisschen auf ein paar Fragen eingehen. Ich habe jetzt in letzter Zeit, wie gesagt, ich tue mir da immer ein bisschen schwer, ob das repräsentativ ist. Ich habe relativ viel gehört, dass zumindest bei uns in der Gegend viele Bienenvölker an Varroa oder kaputt sind oder gestorben sind. Automatische Mützeaufziehung. Einwandfrei. Also prinzipiell kann man ja immer sagen, wenn Bienenvölker im November sterben oder die Kästen leer sind und noch so vereinzelte Brutzellen, verdeckelte Brutzellen da sind, das ist eigentlich immer ein ganz starker Indiz auf Varroa, also Varroa-Schäden. Hört man bei uns in der Gegend dieses Jahr wieder verstärkt. Es ist ja auch immer so ein bisschen dieses Thema, dass das alle paar Jahre, ne, also nach meinem Gefühl, ohne das jetzt wissenschaftlich zu begreifen, es sind ja immer so Wellen ein bisschen, wo auftreten, alle 3 Jahre. So würde ich jetzt mal aus meinem Bauch raus schätzen. Also das ist da ein bisschen das Thema. Und da haben ja auch viele auf Instagram schon geschrieben, was das sein kann. Also das ist klar, so ein leerer Kasten, so zurückbleibende Brutflächen, manchmal auch ziemlich löchrige Deckel und sowas. Das ist eigentlich immer so ein bisschen so ein Anzeichen auf Varroa-Milbe-Befall oder Varroa. Varroa. Und da macht es eigentlich nichts aus, ob das Bienenvolk stark oder schwach war. Ne? Das zählt ja immer der Befallsgrad, also Anzahl der Varroa-Milben pro Biene praktisch oder pro Bienen. Ja. Genau, die Volksstärke hat da eigentlich relativ wenig Einfluss. So, kurz in eigener Sache. Wenn euch das Video gefällt, haut einen Daumen nach oben rein und die Fragen in die Kommentare. Und jetzt geht's schon weiter. Dann habe ich noch ein bisschen, bevor jetzt hier ganz nass wird, was ich noch ansprechen wollte, ist so ein bisschen dieses Thema Oxalsäureverdampfung. Da haben wir ja mit dem Michael Graze ein Video gemacht. Das findet ihr, ich setze da oben nochmal rein, wer es nicht gesehen hat, mit dem Varrox Odd Eddy. Und so ein bisschen parallel habe ich eine Umfrage gemacht, auch bei Instagram, und überwiegender Teil, ich glaube 80% sind Fans oder können sich vorstellen, Oxalsäure zu verdampfen. Also dass es so eindeutig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sind einfach ein paar Zahlen, ne, die ich euch so ein bisschen an die Hand geben muss. Ich habe auch nochmal eine Umfrage gemacht zum Thema Beuten selber bauen. Das war ja so ein bisschen das Thema im letzten Video, wo ich mir die Maschine gekauft habe. Da gibt es keinen klaren Trend. Ne? so viel kann man sagen. Nur, dass wer das Video bis hier schaut, soll ja auch ein bisschen Input über die Zahlen bekommen, die man so hat. Prinzipiell sieht es bei mir bisher in dem Bereich so aus, dass ich mir ein paar Bienenvölker angeschaut habe, mal den Deckel aufgehoben. Ne? Du bist ja auch schon ein bisschen so in Spannung, ne? Wenn alle erzählen, Varroa-Schäden und dieses Jahr so schlecht. Und ich meine, man ruht ja schon ein bisschen in sich. Ne? Man macht das ja jetzt schon ein paar Jahre und man weiß ja auch, wie man Varroa-Behandlung macht und hat da schon auch eine Sicherheit. Aber wenn jeder sagt, oh, dieses Jahr wieder und so, ja, wirst du ja schon auch ein bisschen unruhiger. Guckt man sich halt so ein bisschen vereinzelte Bienenvölker an und muss sagen, ich bin bisher zufrieden. Ne? Überraschenderweise tragen die ja immer noch sehr viel Brut ein bei uns, zumindest wenn sie mal fliegen. Also nicht bei so einem Wetter, wo es regnet nicht mehr. Können wir zum Kaffee schnell. Nicht mehr bei so einem Wetter jetzt nicht, aber wenn wir jetzt mal haben, wir auch zwischendurch Sonnenschein und 12 Grad und da finden die in der Natur unverhältnismäßig viel. Aber es ist ja klar, wir hatten jetzt vorgestern den ersten Frost, ne, jetzt wird es wahrscheinlich vorbei sein mit den Pollen, aber bis dahin war das bei uns ja unheimlich warm, ne, muss man sagen. Also für, unheimlich warm für die Jahreszeit. Also
ja, warum soll es denn da keine Pollen geben? Also da blüht dann sicherlich noch was. Die ganzen Feldbegrünungen, Phacelia, Senf, das hat ja alles noch ganz lange geblüht. Wie gesagt, vorgestern war der erste Frost und jetzt sehen die ja schon, ich sag mal, lommelig, also so, ja, ihr wisst, was ich meine. Wie sagt man da auf Hochdeutsch? Lommelig. Die hängen halt so rum da, ne? So. Ja. Genau. Das sind so diese 3, 4 Sachen, wo ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen mitnehmen wollte, wo man normal in den Videos ja nicht sieht, ne? Dann geht halt auch der ganze Tag eigentlich rum, ne? Mit bisschen Büroarbeit, ein bisschen Dokumentation, neue Betriebsbeschreibung hier. Dann ganz großer Trend gerade, dass die Versanddienstleister etwas Personalmangel haben, denke ich mal. Also Pakete unheimlich lange Laufzeit haben, man da ein paar Nachfragen hat. Also man kriegt ein bisschen Honig ausfahren, Honiggläser etikettieren machen wir parallel noch. Da könnte man eigentlich auch mal ein Video noch dazu machen. Das sind so ein bisschen die Tätigkeiten, ne? Weil letztendlich muss man sich überlegen, da bin ich auch total erschrocken, ne? In 4 Wochen oder in einem Monat ist Weihnachten. Ne? Das, wenn du so 12 Grad hast und so und die Sonne scheint und ab und zu regnet es mal ein bisschen, da denkst du, ja, wir sind im April, jetzt blüht dann die Kirsche, anstatt, hey, jetzt ist bald Weihnachten. Also insofern, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, für sich. Unten der Link. Nee, viel habe ich auch nicht, aber wie gesagt. Ja, so, da sind wir am Ende. Eines der nächsten Videos wird es darum gehen, um Bienenwachs, Waben einschmelzen. Das wird ein Thema sein, an dem ich gerade so ein bisschen arbeite, wie man das für euch, für uns alle hier filmisch aufbereitet. Und abonniert einfach den Kanal, klickt auf diese tolle Glocke, dass ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn dieses neue Video dann online ist. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Was ihr hier im Hintergrund, ne, am grünen Bus hier, ihr seht es, er ist immer noch im Einsatz. Seht, wir haben eine Tasse gemacht, im Sommer schon. Ich habe die jetzt nur hier zum Kaffee trinken dabei. Ihr habt die, glaube ich, noch nie gesehen. Gibt es auch im Online-Shop. Also wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen wollt bei dieser YouTube-Arbeit und für euch selber noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann würde es mich freuen. Den Link mache ich unten rein.